Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge haben wir die Quest erledigt, wo wir die Monster töten müssen, die die Dorfbewohner angegriffen haben. Und das, ja, hat sich gelohnt. Wir haben ein bisschen mit der Steuerung gekämpft, was es hier mit den Dingens auf sich hat, den Geisterarzt, was Mila gelernt hat. Aber egal. So, ich möchte jetzt mal gucken. Ich bin jetzt nicht so. Ja, trainierte Reflexe ermöglichen einen schnellen Ausfallschritt zur Seite, erfolgt von einem lebenden Beinwischer. Ich hätte gern mehr so normale Arzt anstatt Heilarzt. So, Geschicklichkeit. Erdschutz, ja, meinetwegen. Fertigkeitspunkte. Ja. Ja, da sollte ich auch mal drauf gucken. Windschutz, hä? Ach. Hätte nicht gereicht. Egal. Fertigkeiten. Einige haben jetzt mehr, genau. Was nehmen wir denn noch? Wiederherstellung. Stellt beim Aufstieg einen neuen Level. Alle KP und TP wieder, ja. Verdammt, das vergesse ich immer. Und hier kommen wir mehr als 4 Treffer und 20 UP. Und bei jeder Kombo mit mehr als 8 Treffern 40% weniger TP. Hier sehen wir Gegner 10 KP. Nehmen wir das und Blitzabwehr 25% KP. Sie war ein Feind 10 KP. Ja, sie hat's nötig, ehrlich gesagt. So, was hast du denn noch? Windschutz, Erdschutz. Kurzer Gewinn, erhalte München alle Feinde durch Rückwärtsschritt sofort bis zu 3 TP. Ja, aber so viel Ausweichschritte mache ich nicht. Egal. So. Wir sind wieder halb im A. Aber egal. So, hier habe ich eine Truhe gesehen. Haben schwarze Feder mal 5. Wie viel haben wir? 41. Da ist noch was. Zack! Ach, und sobald ich die einmal gefunden habe auf der Karte, dann sind die auch da. Das ist gut. Geh weg! Geh weg! Danke! Ich bin hier hochgeklettert, jetzt konntest du mir nie mehr im Leben folgen. Bin ich ein Arsch. So, haben wir alles. Wie kann ich nochmal Dingens hier? Egal. Die Höhen hier so einstellen. Das geht, glaube ich, nicht, wenn das nicht nötig ist. Doch, hier. Aha! Willst du mir das denn? So. Sack. Komm her, du Sack. So. Pipit. Der tanzt immer noch so auf wie ein Graces, ne? Wie ein Hüftschwung. Machen da die Wölfe auch noch immer? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Oh Gott. Aha, du kannst zwar fliegen, aber hier hoch kommst du nicht, ne? So, Wildvogelei. Und da ist eine Truhe. Oh Gott. Oh. Ach, da könnte ich auch mal einsetzen. Oh Gott. Oh. Gibt es irgendwas, womit ich mehr Geld bekomme? Marvokurier Geld um 30%. Geil. Weil Geld ist irgendwie wichtiger als Erfahrung, finde ich. Also in dem Spiel jedenfalls. Die Graces waren es irgendwie Titel, die am wichtigsten waren. Und das sah ja total so aus, als könnte ich hier hingehen. Zack, zack. Zack, oh was. So. Ich will das Ding jetzt einsetzen, die neue. Leuchtbombe. Was? Halt, Sekunde. Halt, stopp. Früher ging mit einer Leuchtbombe weg zu. Das wird auch zur Leuchtbombe. Okay. Da ich kann auf mehreren Arten Leuchtbombe einsetzen. Boah, da habe ich noch geblockt. Egal.
Das sah überhaupt nicht schmerzhaft aus, fand ich. Oh Gott, geh weg. Fireball! Da kommt der scheiß Baum dazwischen. Oh, danke, Jude. Yeah! Oh, Curry, geil. 92 galt. Okay. Hier ist nichts. Glaube ich irgendwie nicht. Solche Sackgassen baut man nicht einfach so ein. Noch mehr Insektenhülsen. Ich habe so viele Insektenhülsen. Ich hätte auch voll viele. Bevor ich hingekommen bin, oder? So, Truhe. Öffne dich. Lederumhang. Oh, da fällt mir ein. Ich habe ja auch noch ein paar Dinger hier letztens bekommen. Oder? Hab hier schon ausgerüstet. Lederumhang. Ja. Ist glaube ich besser. Na gut. Weiter. Ich muss schon wieder hier rum. Boah, ich muss immer einen Weg gehen und den anderen wieder zurück, nur um alles hier zu bekommen. Und da ist ein Laden. Geil. So, drei Insekten lösen. Da ist ein Sack und da ist eine Truhe. Vorteiler Knochen. Wir bekommen die Dinger auch in den Magen reingeschoben, ne? In den Magen reingeschoben? Was? In den Rachen reingeschoben, meine ich. So, hier ist noch ein Ding. Ich frage mich, ob die sich auch irgendwann mal regenerieren, ja. Weil nützt mir ja nichts, wenn ich weiß, dann an dem Punkt auf der Karte und an dem Punkt auf der Karte voll die ultimativen Waffen sind, aber wenn die sich nicht wieder herstellen, bringt mir das nichts. Also vom Spiel speichern, Spiel laden klappt das auf jeden Fall nicht. Ich so weg, lass mich in Ruhe. Mysteriöse Flüssigkeit. So, hi. Wenn du eine Menge Mist, kannst du alles haben. Immer noch mal zwei, verdammt. Lass mal erstmal. Das lohnt sich doch nicht, Mann. Oh, Milas Schrein. Wir sind da. Oh ja, das sieht bekannt aus. Aus dem Intro. In here. Is this your house? My house? I've never really thought about it like that, but I suppose so. Boy, you're really in the sticks. What do you do for fun out here? My mission is not to entertain myself. I do spend time reading books written by humans, if you must know. Sounds fun. I perform the ceremony. Oh mein Gott, das klingt ja so spannend. So is this okay? Ja, die haben ja natürlich alle so in den Hinterntaschen rumgeschleppt, ne? This looks like the rite of the Four's Advent. Why would you perform such a ritual? Wait, what's going on here? Efreet, where are you? Undine, come out! Lady Mila, what has happened? I cannot believe it. So, why do you think you came to the spirits? Are they dead or something? Idiot! A great spirit cannot die. War so ein Bild, wo Eisen im gleichen Bild war. Just like a lesser spirit, a great spirit becomes a fossil when it passes away. Yet its power transfers into the next great spirit. At least, that's what they say. Nobody's ever seen it happen. Oh, so I've heard. That's blasphemy. Spirits are undying beings that dwell in the spirit world.
beyond your understanding. Well, maybe that device captured the four great spirits instead of killing them. Impossible! Mere humans could never capture the great four. But the four great spirits aren't answering their lord's summons. If you eliminate the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. If you leave an egg in a box, then somehow that egg should get crushed. The cause must lie within the egg itself. Good old Howe's egg principle. You really are an honor student. Was ist mit dem los? Even the four. When that happened, I then lost my power as Maxwell. Mila? Now you will all leave. This is holy ground, and you'll desecrate it no more. I'm the only one ordained to serve Lady Mila. Ach du. Ivor, please leave as well. You can go home. Huh? Let me see. How should I put this? You're annoying. Oh! Oh. Schön. Dann lass mich ran, wenn wir jetzt Mila gestört hätten, dann würden wir jetzt sehen, was da drin vorgeht, ne? Aber wir haben ja Jude am Anfang ausgewählt. Deswegen sehen wir jetzt das. Was zum Teufel ist mit dem Typen los? Mila wasn't kidding about his short fuse. Hey, are you even listening to me? Yeah, I mean, huh? Heed my words. Henceforth, only I shall serve the Lady Mila. Interfere at your peril. Möchtest du uns nicht sagen, dass da Leute sind? Ja. Okay, I'll be back in the village. Bitte, wegen solchen Aktionen traue ich den Typen nicht. I have to figure out what I can do. Oh, what's wrong? I thought you were gonna rest. I would say the same to you. You didn't go back to the village? No. Well then, let's go set you up with the villagers. What's wrong? Worried you won't fit in? No, that's not it. So, what are you gonna do now? Will you return to Fenmont to destroy the Lance of Kresnik? Yes. When you consider that the Lance drained mana from the Four, along with the other people there, we can assume the mana serves as some kind of fuel. The Lance must gather mana before it can be used as a weapon. I doubt it will be ready immediately. I suspect their mana gathering activities will continue. Are you planning to go alone? Stop beating around the bush. If you want to tell me something, just say it. I want to know, how come you're so brave? You've taken an interest in me, haven't you? Bravery. That's not really it. I have a task to perform, and I do whatever it takes to complete the task. It's that simple. But you're only human now. Isn't this mission too big for just one person? I mean, you could die. That changes nothing. The task must be completed. You really are brave. Any other questions? Then let's go back. Hey! Yes? Can I come too? Ja, ob er mitkommen kann, das werden wir erst im nächsten Part erfahren. Ciao.